Los, können wir hier ganz in Ruhe erstmal looten? Was? Das war jetzt auch wieder aufregend. So unerwartet vor allen Dingen, wa? So plötzlich hoch. Ja, vor allen Dingen musst du dir erstmal einen Kopf machen, von wegen, wo ist hier ein Fenster oder wie kriegst du die kalte Luft irgendwie hier rein? So. Sind wir jetzt hier schon ein paar Mal durchgelaufen? Haben wir jetzt alles wirklich eingesammelt? Wir können mal kurz gucken. Nee, noch nicht. Ja. Aha. Pistole, Munition. Oh, ich kann noch mal kurz auf der. Achso, na, okay. Ja. Alles geklärt. So, aber hier ging es doch noch weiter, oder? Nee, warte mal. Bibliothek, von da sind wir gekommen. Muss ein bisschen weiter noch. Da. So. Jetzt haben wir noch ein großes Problem. Das ist übrigens die nächste Statue. Und das ist Lady Dimitrescu. Die wird geil auf uns sein. Ja, die wird sich das nicht gefallen lassen irgendwie. Ach, schau mal. Und guck mal, ob wir da das blaue Auge einsetzen können. Nee. Nö, wir können die Tür einfach so öffnen. Okay. Ich dachte, er war jetzt gerade. Oh Gott. Ich habe gerade gedacht, da wäre eine Spiegelung. Was ist das? Gas? Ah, okay. Hier können wir noch. Ich setze mal die Maske erstmal nochmal ein. Solange Gas irgendwie. Jetzt ist aber wirklich. Oh, und willkommen bei Layers of Fear. Mit einer Glocke. Oh Gott. Die schlagen? Ich habe Angst, wenn ich die schlage, dass sie sich gerufen fühlt. Platzt dann einfach raus. So, gucken wir mal, was gibt's denn hier Schönes? Lass die fünf Glocken erklingen. Okay. Okay. Also muss ich ja doch irgendwie hier. Aha. So, das war Glocke Nummer 1. Jetzt müssen wir die anderen Glocken finden. Da oben ist eine. Naja. Gerade gesehen. Nein. Bestimmt muss ich hier hoch rein. Hier oben gibt es bestimmt auch noch welche. Warte mal. Okay. Wie viel waren es? 5, ne? 5, ja. Wird doch hier bestimmt noch eine sein, oder? Gut. So, jetzt fehlt mir noch eine. Wo ist die letzte? Komm mal irgendwie in das Uhrwerk rein. Vielleicht hat sich da eine versteckt irgendwo. Ja, das, da. Ja, da schwingt sie. Hast du vollkommen recht? Hast du vollkommen recht? Und was jetzt? Okay. Aha. Okay! Oh, gucken wir erstmal, haben wir jetzt. Doch, jetzt Atelier haben wir. Ich kann aber jetzt dadurch den Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Ah. Okay, also das ist immer so krass, ne? In diesen Schlössern immer diese ganz Geheimgänge und alles. Oh, Mann. Das einzig Gute ist, es ist ziemlich eng hier. Das heißt, Dimitrescu passt hier nicht durch. Ja, da hast du recht. Und der Kantenmaler war wieder da. Der Kantenabkleber. Ja. Also, das Leitern, das steigen finde ich komisch irgendwie. Ja. Kommen Sie nach oben. Oh, ein Zieglein hören wir hier. So, ey, jetzt sag mir nicht. Jetzt. Penner, ey. Ja, klar. Ah! Okay. Ja, müssen wir einen Schuss machen. Ich hab ja genug Munition. Guck mal hier. 103, guck mal. Ja, kann ich ja. Da können wir ein bisschen was wegbratzen. Ist okay. Schatzkarte. Okay. Wo ist denn das? Das ist die Küche. Dungeon Kitchen. Wo ist denn da so ein Rondell dran? Kann ich hier hinten noch was sehen? Oh, im Sarg des Adligen. Oh.
Im Sarg des Adligen. Wir haben das Ding schon gefunden. Wertvolles Erbstück, aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwie von wegen, man müsste den Weg erhellen. Das ist da. Sie meinen das blaue Auge. Ach so. Okay. Also wir haben ihn schon eigentlich gefunden, ne? Schade. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften auf allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Es soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Ich glaube, würde mir gefallen. Damit könnten wir eventuell eine Waffe gefunden haben, mit der wir eine besagte 5 Meter große Frau eventuell... Der wird aufstehen. Ah komm, wir haben ja genug Munition. Klatschen wir mal raus. Nein, nein. Bleib lieb! Da hinten lag ein Dietrich. Dietrich! Yeah. So, haben wir jetzt eigentlich... nee. So, warte mal, bestimmt gehört der Raum auch noch dazu. Ja, ja, klar. Hallo, Freunde! Inventar ist voll. What? Wie, Inventar ist voll? Na, versuch mal ein bisschen was zu ordnen. So, und das Messer machst du, oder die Patronen über das Messer. Und jetzt muss das passen. Meine Fresse. Aber guck mal, drei Attackments hat das Ding. Das ist gut. 4 Schuss. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall die Blaupause dafür kaufen können. Irgendwie. Bei Duke. Für die Patronen. So. Und mit F bestätigen. Hey. Geil. Ja, steht ja drauf. Ja? Sniper. Okay. Also wenn die auch eine ordentliche Durchschlagskraft hat, dann bin ich dafür. Aber irgendwie haben wir noch nicht alles entdeckt. Wir haben noch nicht alles gefunden, ne? Was hier wieder... Kannst du hier an den Schrank gehen, der hinter uns jetzt steht? Guck mal da. Schießpulver? Das war's. Wo war die Schießpulver? Der Böse. Wo sind wir hier? Würdest du hier eigentlich... Achso, wird noch jetzt rum. Jetzt kommt dazu, ja. Ist klar. Ja, tschüss. Okay, okay. Hier ist der Fahrstuhl. Le Fahrstuhl. Ah, den kann ich sogar drücken. Okay, der wird gehen. Wow. Weg da. Hier, warte mal. Machen wir jetzt mal so. Wir haben genug Munition für die Knüpfe. Komm, fertig. Oh. Was bist du denn für ein hässliches Viech, ey? Bist du dort? Ja. Die sehen ja auf jeden Fall echt nicht geil aus. LOL! Weg! Immer einen Schritt. Wie viele gibt's denn von denen? Gott, das ist mir eindeutig zu viele. Jetzt ist die Frage, komme ich hier nochmal hoch, oder? Kannst du nicht sagen. Komm mal, werf mal einen Blick auf die Karte. Schlossdach. Schlossdach. Also eigentlich müsstest du ja nochmal hochkommen, ab dem Moment, wo du den Fahrstuhl hier aktiviert bekommen hast, oder? Das ist ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, wir können jetzt auch nochmal, also ich kann es auch nochmal riskieren, weil wie gesagt, ich habe ja noch ordentlich Munition für die Pistole. Ja. Prinzipiell können wir uns ja mal, oh schön, schön, schön. Ja, ja, ja. Bist du jetzt tot oder nicht? Der ist tot, ja. Hm? Okay, dann bräuchte ich da eigentlich noch weiter Munition draufklatschen. Oh, falsche Waffe. Oh, die können wir auch mal ausprobieren. Wie reagiert denn ihr darauf? Okay. Schade. Ich hoffe, ich krieg dich dann irgendwie noch eingesammelt. Bist du auf dem Innenhof? Vielleicht. Oh, dann gehen wir nochmal außen rum. Ja, ja.
ruhig. Tja, Benny macht jetzt erstmal schön Tonturm schießen hier. Okay, Schrotflinte, roundabout, 2 Schuss. Ach, der ist ja noch nicht tot? Wie sieht's denn aus, wenn ich das so mache? Schnibbidi, schnibbidi, snap! Ja, Nahkampf bist du nicht so, ne? Oh! Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte, ich wollte die Pistole zücken. Deswegen. Vor allen Dingen lassen die richtig gut Leinigen. Auf jeden Fall, ja. Also nur deswegen mache ich den ganzen Scheiß gerade, weil die über 1000 Leider lassen. Ich zeige einfach noch einen Doppelten. Ja, ich weiß, über mir ist noch einer. Okay, der war nicht gut. Ja. Auf jeden Fall ein ordentliches Areal hier, ne? Gar nicht mal so klein. Irgendwo noch weiterlaufen? Ja, wir können hier hochlaufen. Oha, okay. Aha. Ja, immer wieder die falsche Richtung. Da oben war einer. Er braucht schon einen Sniper. Braucht nur eine Pistole. Die nicht trifft. Fletch. Fletch. Oh, bleibst du da liegen oder stehst du nochmal auf? Nope, du bleibst liegen. Ja, genug. Gibt's hier noch irgendwie? Ja, schade. Ich drehe mal wieder falsch rum. Aha. Oh, eine Seilrutsche. Okay. Aha. Aha. Ich gehe mal von aus, ich hätte wahrscheinlich die Viecher jetzt eigentlich eher mit dem Sniper machen sollen. Ach, wir sind zu viel gewesen irgendwie. Wir haben nur 4 Schuss. 4 Schuss ist denn ein bisschen happig. Schauen wir hier nach oben irgendwie? Haben wir hier noch irgendwo? Nee, oben ist nichts. Ich denke nicht, dass wir jetzt alles haben, aber wir können trotzdem mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ja. Selbst hier oben haben wir noch nicht alles. Im Glockenturm. Ja, du siehst es ja auch nicht so richtig. Ja. Hier noch irgendwo was? Ja, wobei, normalerweise, man muss ja auch fair sagen, also man muss ja wirklich sagen, das Spiel ist ja so fair, dass du diese Kristalle, die blitzen ja nun wirklich fies auf. Hm. Ist ja jetzt nicht ja, so, dass das. Ja, jetzt schon ins Auge, ne? Genau. Wir können jetzt. Oh, hier, zum Beispiel. Ja, ja, also das ist schon super fair gemacht, finde ich. Hier noch was? Nope. Aber was könnten wir denn hier bitte jetzt noch machen? Ne, vielleicht warst du schon. Schau mal kurz. Nee. Um des Zauns. Nee. Wir können ja mal kurz rüber steppen. Okay. Ach, guck mal, hier müssen wir sogar hin. Für. Okay. Die Maske des Zorns. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Ah! Leider. Wo war denn noch einer? Hallo? Spielzeug? Keiner da. Schade. Dann gehen wir wieder runter. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen auf Entdeckertour hier oben gehen, aber. Naja, wir könnten uns natürlich jetzt noch den Kristallsplitter holen, den wir gerade runtergeschossen hast. Ja, das ist immer gut Kohle wert. Mann, ich muss mal wieder wechseln auf das Ding hier. Ja, er hat einen sehr, sehr, sehr nervösen Finger. Vielleicht doch nicht. Grünlader dran sieht so. Wie ich hier aussehen. Da müssen wir hin, glaube ich, oder?
Nochmal nachsetzen? Nee, doch nicht. Okay, sorry. Alles gut. Kallender Flügel. Ach, ist aber auch. Ist auch krass. Genau, guck, hier haben wir nämlich den. Achso. War aber natürlich trotzdem, klar. Es ist wirklich mega groß. Ja, hier kann man natürlich sehr viele Sachen jetzt übersehen, ne? Ich würde sagen, wir machen auch erstmal wieder weiter. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Setzen die zwei Statuen ein, gehen nochmal kurz zu... Bevor wir die zwei Statuen einsetzen, würde ich nochmal zu Duke vorher gehen. Sachen verkaufen, speichern, gucken, was wir noch kaufen könnten. Okay. Und... ja. Ja. Das machen wir jetzt. Interessant würde ich jetzt mal finden, wo der Fahrstuhl hingeht. Ob er wirklich runter geht? Von dem Punkt, den wir kennen, eventuell, oder halt vermuten als Fahrstuhl? Oder ob der völlig woanders hingeht jetzt? Ja, ich habe jetzt eher Angst, wenn wir jetzt wirklich dahin kommen, wo ich denke, dass wir hinkommen, dass uns gleich die Lady Dimitrescu uns auf den Fersen ist. Guck mal, da leuchtet was. Scheiße, hätte ich mal wahrscheinlich drauf... Warte mal. Klunk. Klunk. Nice. Okay. Ja, cool. Fahrstuhl hier unten, das ist natürlich sehr geil. Okay. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Hey, andere Seite. Ja, ja, wir laufen mal eine Runde. Oh, das war eine beschissene Runde für mich. Lass mich in Ruhe. Schon gewusst? Ein frischer Bauch dampft wie ein heißer Teekessel. Schon gewusst, lass mich in Ruhe. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. What? Ja, mit seinem Ziertellerchen an der Wand, ey. Wir haben gar keine... Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar keine Heilung mehr. Das ist... machen wir mal zweimal. Ich mag zweimal Heilung. Boah, 36, Lei. 36.000, Entschuldigung. Okay, wir müssen uns jetzt natürlich ein bisschen was einfallen lassen, weil unser Menü ist voll. Also eigentlich müsste man den Koffer kaufen. Ja, können wir machen. Koffer kaufen, guck mal, wir haben 36 Dinger hier. Komm, wir hauen mal rein hier. Ein so ein Kofferchen, gar kein Problem. Wie sieht's jetzt aus? Vor allen Dingen, wir können nur einkaufen. Ja, ja, genau. So, mehr geht ja anscheinend nicht. Wir könnten also, ich würde jetzt hier mich gar nicht. 1000, ja? Gehen wir nochmal rein. Und zwar da die Sniper Moon, ne? Eine Blaupause. Ich glaube, das ist auch nochmal gut investiertes Geld, oder? Was meinst du? Ja, von mir aus. Aha. Vor allen Dingen... Okay. Wir haben ja noch nicht die Sachen verkauft. Ha? Kommt hier ja einiges, kommt er hier um 12.000, Alter, der Ring mit dem blauen Auge. Ja, jetzt guckt ihr das mal an, 33.300. Wir haben 22.000 noch, wir haben über 55.000, also... komm, da können wir uns richtig was gönnen. Da lass ich gerne die Leiche in den Club, Alter. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Guck dir das doch mal an, ey, das ist so... Danke für deine Treue. Gegen eine Gebühr. Danke. Danke für deine Treue. So. Was mich jetzt nochmal interessiert, also erstmal nehmen wir hier uns hier, warte mal, erstmal nehmen wir uns mal ganz kurz ein Medi. Erstmal nochmal schön Hände nass machen. Desinfizieren, so. Wichtig. Und dann wollte ich mal gucken, was brauchen wir denn für die hier? Zweimal Schießpulver, rostige Reste und flüssige Chikali können wir uns sogar herstellen. Das ist schon intensiv, preisintensiv. Jetzt haben wir wieder bloß noch eine Heilung, ne? Ja. Guck mal, dann gehen wir hier in den Shop und holen uns eine neue für 800. So, erstmal speichern. Was ist denn für ein Klopfen? Das ist jetzt hier die Dimitrescu, die wartet vor der Tür. Oh, echt, ja? Oh, die ist spinti? Also ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, wenn wir jetzt hier gleich rausgucken, dass sie uns als allererstes sagt, hello my friend. Oh, das ist aber finster jetzt hier mit der... das ist ja nicht geil. Hallo? Okay, komm. Let's do it. Maske des Zorns. Maske der Freude. Aber eigentlich wäre es geil, wenn wir diesen durchfinden würden. Ach, meinst du, dass der in der Bibliothek wäre? Ich meine, wir können gerne... Ach, das glaube ich nicht. Dass der wirklich da drin ist, das kann ich mir nicht vorstellen.
Was? Oh, die kommt auch noch hier. Lass mich in Ruhe. Kraut. Rostige Teile. Wow, Alter. Das ist ja mal... Das ist ja mal ein Turm. Okay. Ich dachte, wir kommen... woanders raus. Oh nee, ey. Jetzt sag mir nicht, dass sie mir hier noch hinterher folgt. Oh nein. Renn schnell hoch, bin. Lass mich in Ruhe. Statue. Oh krass. Okay, alles klar. Okay. The Church. Was ein Ark. Ach, vielleicht ist ja hier der Dolch drin. Geil. Voll. Ein Perlenbuttermesser. Nein! Du hast alles ruiniert! Hau ihr das rein! Jawoll! Nein! Nein! Aber sie ist schon vielleicht vergiftet. Scheiße! What? Wie geht? Ja! Oh, was? Alter! Was ist denn mit dir verkehrt? Okay, und weiter? Kann ich hier weg? Nein, Benny! Ich kann nicht rennen! Ja, jetzt! Ja. Warte! Du weit weg! Und die Sniper! Ja, jetzt! Ja! Bin leider kein Freund von Snipern! Da bist du eher derjenige, welcher. Oh shit, ey. Ich will snipern, ey. Oh Gott! Sag ja, ich will snipern. Oh, nice. Schön. Schöner Treffer, Benny. Schöner Treffer. Der war auch gut. Sagst du jetzt so? Ich sehe das anders. Schön. Wo ist hier wieder weg? Ganz kurz hier hin. Nein. Hä? Okay. Wo bist du? Oh, da ist er. Oh, die macht die ganzen Türme macht die platt. Lass mich in Ruhe. Warum läuft denn der so scheiße langsam? Bin ich irgendwie verletzt? Gib dir das Recht, das Leben deiner Tochter über das meine zu stellen. Alles. Wow. What? Oh. Ich glaube, jetzt kannst du die Shotgun nehmen. Oder? Oh, oh. Ist das widerlich, das Vieh, ey. Ich muss weg! So, oder auch nicht. Hallo! Wow. Wir haben auch noch eine Rohrbombe, wa? Ach ja. Ja, die müsste ich aber jetzt erstmal... Er hat schön gesessen, Benny. Ah, shit. Kurz nachladen. Oh, gib endlich auf! Nein! Gib du doch auf! Nein, das ist falsch. Ey, der hat gesessen, komm! Der letzte war doch richtig mit. Oh,
Ja, aber ich nicht. Renn ganz nach oben, wenn du kannst. Die Kids. Das nachladen? Warum kann ich denn so beschissen laufen? Bin ich schüchtern? Au! Steck dich doch nicht hinter dem Flügel, Fräulein. Oh, schöner Treffer gewesen. Jetzt gibt ihr den Rest. Geht nicht. Katzi. Oh Mann. Haben wir sie jetzt erledigt? Verflucht seist du! Okay. Bye bye, Lady Dimitris. Krass. Okay. Das war mal krass. Viel Spaß in der Hölle. Dass du überhaupt noch lebst, Junge.